sehr schöne Bronze. Sozusagen der Beginn unserer Geschichte über Schönbrunn und auch der Namensgeber, oder? Wie heißt denn das Ganze hier? Wie heißt das Ganze hier, wo wir uns befinden? Schönbrunn. Von dem Schönbrunn steckt schöner Brunnen drinnen. Ein König und der hatte ganz, ganz viel Durst. Dann hat er diesen Brunnen entdeckt und hat es gekostet und hat sich gedacht, das Wasser schmeckt sehr, sehr gut. Ich entscheide Matthias. Matthias mit Doppelfeuer. Wie heißt das hohe Ding? Herrlicher Obelisk. Bitte, sehr gut. Obelisk. Obelisk, ja. Der stammt aus Ägypten. Ist der jemals in Ägypten gewesen? Nein. Was sind das für Schriftzeichen da oben? Noch nie. Ist eine Art Schrift. Was für eine Schrift? Bilder. Eine Bilderschrift, ja. Wie heißt diese Bilderschrift? Hieroglyphe. Ja. Ist das Haus zu alt wie die Römer? Nein. Ja. Nein. Was haben wir gesagt? Wann sind alle Bauwerke hier ungefähr gebaut worden? Vor 250 Jahren. Auch dieses. Man hat das nur schon wie ein kaputtes Haus gebaut. Okay. Ja, römische Ruine. Und dann seht ihr da drinnen zwei so Figuren. Wer sind denn das wieder? Donau und Enns, zwei österreichische. Sind das Städte? Nein, Flüsse. Donau und Enns sind zwei Flüsse, die in Österreich fließen, ja? Ja. Wer hat Schönbrunn bauen lassen? Aber vergessen Name! Habsburger. Habsburger, ja. Ja, wie alt ungefähr? 250 Jahre. Ja, das haben wir uns jetzt gemerkt. Das ist gut. Wer erkennt diesen starken Herrn? Herkules. Was hat denn der gemacht? Wer war denn das? Der war diesen von römischen Göttern. Grieche. Von griechischen Göttern. Sein Kind. Man behauptet, er hat die Medusa getötet. Und das ist die Medusa mit den Schlangenhaaren. Super, Selina. Wer glaubt, er hat den früher so gebaut? Hat man ja nachgebaut. Die Römer und natürlich auch noch früher die Griechen haben mit Säulen gebaut. Ja? Was ein sieht Adler. Man da oben? Ein Adler. Einen Adler, ja. Warum ein Adler? Weil das ein starker Tier ist. Das ist ungefähr 100 Meter lang. Also 90. Schaut einmal, wie viele Fenster das hat. Oha. Und das sind noch nicht mal alle, weil das Schloss geht, hat ja hinten auch Fenster und auf der Seite. Ja. Stell dir mal vor, du müsstest die alle putzen als Fensterputzer, wie lange du brauchst. Aber dann schauen wir, die machen ein Wettrennen. Was? Die machen ein Wettrennen. Eine Stunde für 500 Fenster, da kannst du nicht mehr anschauen. Schau mal da ganz rechts, knapp vor den Bäumen, da sehen wir so ein merkwürdiges kastenförmiges Haus. Kilze. Kirche. Richtig. Das ist das Hochhaus in der Reichsapfelgasse. Das ist von Edenurhaus. Ja? Also das sieht man sogar von hier, von der Gariette, unser Hochhaus neben der Schule. Und wir haben hier jetzt aber diesen Brunnen rechts von uns. Das heißt nicht. So,
Wer weiß, wie dieser Brunnen heißt? Neptunbrunnen. Der Neptunbrunnen. Wer war denn dieser Neptun? Ein römischer Gott. Für was war der Neptun zuständig? Für Wasser. Na, für ein besonderes Wasser sogar. Nicht nur für jedes Wasser, sondern für das größte Wasser, das es gibt. Was ist das größte Wasser, das es gibt? Donau. Oh weh. Nein, das Meer. Das Meer, ja, der Neptun war der römische Meeresgott. Ja? Oh, jetzt kommt bekannt vor, oder, wo wir jetzt sind? Ja. Ja, waren wir da schon mal? Nein. Ja, waren wir jetzt heute schon da oder nicht? Nein. Einmal. Wir waren nicht, weil das letzte war rund und das ist nicht rund. Oh, super, Hatscha. Wir haben wieder so eine Figur mit diesen merkwürdigen Fischschwänzen statt Füßen. Das heißt, es ist wieder eine. Wer hat es gemerkt? Nymphe. Eine Nymphe. Sehr gut. Ich weiß, ne? Schwänzt der Brunnen, das ist gleich. Welche Gebäude braucht es bei einem Schloss noch? Nebengebäude. Ja, wie sagt man zu den Nebengebäuden? Wirtschaftsgebäude, genau so ist es.